Ja, so. Ah, bevor wir mal weitermachen. Ganz normal, ganz entspannt. Oh. Da postet jemand was. So, Kugelfisch ist auch später im Stream. Ja, wir können ja gleich mal gucken. Also wie gesagt, wenn auch irgendwie ein Wunsch ist, sonst würde ich sagen, wir spielen heute vielleicht doch ein bisschen Lego. Oder vielleicht auch irgendwas anderes. Ich wollte mal ganz kurz, ich will keinen Getränkcoupon holen. Ich würde mal gerne aber ein Foto machen, weil mir ist auch eingefallen gerade. Es wäre eigentlich gar nicht blöd, wenn ich keinen Snack-Coupon habe und nicht weiß, was ich aufleveln soll. Ob ich dann vielleicht mal, keine Ahnung, hier die, diese zum Beispiel hier Level auf letzten Schluss oder so. Hast einen Raum auch. Okay, wollte ich gerade fragen, ob du einen machen möchtest. So. Okay. Ja. Ich gehe dann schon mal rein. Du kannst da schon mal auf alles bestätigen klicken und stehe da. Oh, einen Moment. Bitte trete bei. Trete bei. Trete bei. Ja. Übrigens schön, dass ich glaube gar nicht aufgepasst habe, ob ich die richtige Kleidung anhab, aber meh. So. Was machst du denn da? Ach, den Hammer hast du. Ich habe den Hammer nicht gesehen, da war nur so eine Stange und ich so, hä, was fliegt denn der da hoch? Nee, also... Also, ich weiß gar nicht, wie viel Uhr haben wir dann? Ja, ich sag mal 17 Uhr. Ich weiß nicht, ob sich das noch lohnt mit Lego. Ich weiß auch gar nicht, wie lange heute alle dabei sind. Hm. Ja, theoretisch ja, weiß ich nicht. Ja, ich hatte ja auch erst überlegt, ob man vielleicht einfach Schild irgendeinen random Spielern macht und weiß ich nicht. Hey, Strohkopf, hi! Na? Ich hab gehört, da ist jemand sehr, sehr glücklich. Wie geht's? Ja, ganz normal. Und selbst? Gurken? Wir sind die Lümmel. Nein, nicht da rein. Ah, oh, ich hab jemanden erledigt. Schön. Wow. Alle drei auf mich. Alles auf den Bass. Ja, bin aktuell sehr glücklich. Oh, ich frag mich nur, wieso. Ja, ich habe mir es tatsächlich noch nicht angeguckt. Ich habe nur gehört und ganz kurz Außenblick gesehen. Bei Game 2 haben wir es heute auch berichtet. Und, also für die, die sich fragen wegen dem Metal Gear. Ich habe nur gehört, dass da wohl manche Leute nicht so zufrieden sind, weil man da auch wohl echt wenig sah. Ich habe jetzt aber auch nicht genau gecheckt, was das jetzt ist. Aber ich habe mir jetzt auch nicht viel rumgeguckt. Das wollte ich dich tatsächlich auch fragen. Was ist das jetzt? Ich sehe es. Der Arme sind Ryu. Nein, ah! Da habe ich seinen Spawn gerettet. Weil es ist ja irgendein Remake. Es ist übrigens lustig, dass wenn ich eine Coolbombe mache, habe ich danach keine Zeit, mich zu rehabilitieren. Also so ein Ruhemoment. Aber die Gegner haben das komischerweise immer. Es kommen auch Collections alter Games. Also selbst wenn das Remake vom dritten Teil nicht so dufte wird, haben wir immerhin das. Ja, ich habe irgendwie... Da ist jemand disconnect bei den Gegnern. Also ich habe nur bei einem YouTuber, der... Ich muss sagen, seine Meinung finde ich in letzter Zeit sehr polarisierend. Und wenn der halt irgendwie Leute da was gegen sagen, dann schnappt der auch direkt ein. Weshalb ich seine Meinung eigentlich nicht mehr so zu schätzen weiß. Weil die ist oft... Ja, wie soll ich sagen? Also die klingt oft so, als will er nur polarisieren. Aber es ist tatsächlich wirklich seine eigene Sache. War zum Beispiel so ein Video hat er rausgebracht und hat irgendwie geschrieben, die Last of Us Serie ist
hat eine Enttäuschung oder so geschrieben. Und dann haben viele so gesagt, so, du redest ja nur über die erste Folge. Und der so, ja, weil es zu dem Zeitpunkt nur die erste Folge gibt. Und da habe ich auch geschrieben, ja, aber die meisten Kritiker durften schon alles gucken, die komplette Serie. Da kam natürlich keine Rückantwort. Da finde ich auch immer lustig, wenn Leute irgendwie was behaupten, um Recht zu haben, und dann jemand anderes so sagt, ja, aber ich habe das auch erwartet, weil das... Naja, ich habe schon erste offizielle Screenshots von Konami zum Remake und das ist wunderschön. Ich habe, wie gesagt, nur ganz wenig gesehen und ich habe nur, aber es kann halt sein, wirklich, dass das auch grundlos ist. Und ich habe gehört, dass das wohl auch nicht nur PlayStation 5 Exclusive ist, aber was das heißt... Also, aber was ist das denn jetzt von Remake? Vom dritten Teil. Einfach vom dritten. Und, aber vom Metal Gear Solid, ne? Vom dritten Metal Gear Solid. Und Teil 1 und 2 kommen auch raus. Aber es wurde, glaube ich, nur... Wurde irgendwie was gesagt? Nintendo bestimmt nicht, ne? Wäre ja auch mega reizvoll, wenn die Teil 1 und 2... Und original Synchronspiel, original Soundtrack. Uiuiui. Ach, guck mal, hatte ich sogar die richtige Kleidung an. Und alle für den Arsch. Okay, haben die ja noch einen Versuch frei. Das dritte Metal Gear Solid ist exakt, das kriegt ein Remake. Okay. Und Teil 1 und 2, dann kommt dann so raus und ja. Weil wie gesagt, ich bin ja gar nicht da drin. Ich habe übrigens den Hund wiedergefunden. Ich habe ja gesagt, ich habe von Metal Gear Solid so einen Hund, so einen Plüschhund. Aber die originalen 1 bis 3 kriegen noch eine eigene Kollektion. Okay. Ach so, der dritte dann auch. Nochmal das Original. Das ist ja cool. Dass du uns so sagt, okay. Dann. Schön, schön. Aber da ist bestimmt nicht Kojima dann dabei beim Remake, ne? Ich glaube, der macht ja gar nicht mehr sowas, wenn ich das richtig verstanden habe. Oh. Nee, das ist nicht Sanrio. Wollte schon sagen. Kein Pinsel für Sanrio. Warum macht man das denn da nicht ordentlich? Ich verstehe das nicht. Ach. Also diesen Punkt hier sollte man ordentlich machen. Nehmen wir hier eine Energy. Ich starte mir noch eine Wassermelone und dann spiele ich auch mit. Ja. Ich weiß aber nicht, ob ich noch lang mache. Deswegen sage ich ja die ganze Zeit, wenn ihr irgendwie einen Wunsch habt, was wir gleich spielen. Weil ich habe heute eigentlich nicht große Lust, den ganzen Tag Splatoon zu spielen. Eigentlich wollte ich heute, wie gesagt, irgendwie was anderes spielen. Ist gut. Ja, weil, also du kannst, glaube ich, noch zwei, drei Runden oder... Also versuch einfach, mir nachzujoinen. Und dann sage ich dann Bescheid. Aber es kann sein, dass wir nicht mehr lange machen. Ich mache auf jeden Fall so viel, bis die Kleidung voll ist. Die PS1 bzw. 2 Games laufen eigentlich auch auf Switch. Stimmt, wenn das nur Originalen sind. Ja, ja, müsste eigentlich, ne? Muss man ja immer dann sagen. Ist ja auch die Frage dann, mit was läuft das? Ich schätze mal, dann wird das Spiel geportet oder ist das eine Emulation sozusagen? Weil zum Beispiel, ich meine... Ey, was? Ich hab doch über den... Und den anderen habe ich doch... Mhm. Weil zum Beispiel bei der All-Star Collection ist das ja so, dass... Ich glaube, das sind tatsächlich alles Emulationen, ne? Wäre cool, Konami supportet auf Switch. Ich weiß es gar nicht. Was gibt's denn nochmal von Konami? Nenn mir mal nochmal ein paar... Was gibt's von Konami auf der Switch? Weil ich verwechsel die ja immer mit Capcom. Und Capcom ist ja eigentlich... Also ja, klar, die supporten die, aber die sind scheiß Publisher. Hier gute Veröffentlichung, meine. Alleine die ganze Scheiße da mit Mega Man und Resident Evil. Dead Cells, Castlevania. Aber das ist ja Dead Cells und nicht... Oder ist Dead Cells auch von Konami? Das ist doch ein Indie-Spiel. Aber stimmt, Castlevania... Ja gut, Castlevania ist ein gutes Argument. Super Bomberman. Ah, okay, das sind gute Argumente, mein Freund. Das sind sehr gute Argumente. Okay, dann nehme ich meine Missinteresse wohl ein bisschen zurück. Also dann sag ich dir, lieber Strohkopf,
Wenn dann die Spiele auf der Switch erscheinen sollten, die Originalen, ich wäre dabei. Ich wäre dabei. Weil du hast mir das jetzt so ein bisschen, also die letzten Tage so ein bisschen... Also ich habe mich ohne Scheiß, als die Ankündigung kam und ich habe das gehört, da musste ich direkt denken, weil wir haben ja jetzt wirklich lange drüber geredet. Weil ich direkt so gedacht, boah, der freut sich jetzt jemand richtig. Auf ihrer Seite heißt es, die Collection kommt auf alle aktuellen Plattformen. Gut, hole ich mir dann. Das muss dann heißen, Switch. Wenn mit dem, was du vorher gesagt hast, mit den anderen Spielen und so, dann kommt die garantiert auf der Switch. Stufe 66 Katalog, nice. Hey, Kugelfisch. Bin Look, heute ist nicht so mein Tag. Ja, alles gut. Auf uns wird besser. So. Und das Remake kommt auf Steam, Xbox Series und PS5. Wird explizit Steam gesagt? Also sonst hätte er immer nur PC gesagt, aber okay. Ja, gut. Mit Epic und so. Ist auch einfach. Ach ja. Nee, dann, also wenn das dann auf der Switch kommt, was ja dann, ne? Also halte ich dann jetzt für eine sehr wahrscheinliche Sache. Ich weiß gar nicht, was die andere Map ist. Dann, wie gesagt, ich werde es mir garantiert angucken. Weil ich habe schon irgendwie Interesse dran. Und wer auch mal so eine Spiele mag, die ich mir sowieso mag. Also, von den armen Literary-Freunden, kann ich mir vorstellen. Ist ja deine Lieblingsreihe, ne? Kann ich mir vorstellen. Ist ja wie bei mir, wenn ein neuer Zelda-Teil angekündigt wird. Oh, ich weiß, also ich glaube, die größten Freuden waren damals mit, größten Freunden war damals mit Majora's Mask, weil das war ja so ein riesen Kampagne damals, als das dann endgültig dann angekündigt wurde. Mit diesen Operation Moonfall und so. War das ein Hammerding. Und es kommt danach noch Minimum eine Collection. Noch. Na, also ich freue mich tatsächlich mehr über die Collection als über das andere, weil, also wenn das wirklich dann halt, wie gesagt, auf der Switch erscheint, hätte ich für mich einen Grund, die Spiele zu spielen. Das sind ja die Originalspiele. Ach Mann, ich drücke die ganze Zeit cool, ich wollte erledigt drücken. Ja, das stimmt, die Castlevania ist von denen und da haben die ja ordentliche Collections auf der Switch gebracht. Auch wenn die leider nicht physisch kamen, ne? Das fand ich dann wieder ärgerlich. Aber das ist ja bei Capcom ja dasselbe. Das fand ich halt echt scheiße. Ich hätte gedacht, dass... War das nicht, dass Konami langsam aus dem Spielgeschäft rausgehen will? Ist das nicht immer so ein Gerücht? War schon cool. Also wie gesagt, natürlich ist Metal Gear Solid ein Stealth-Game, aber ich würde behaupten, laut Philips ist auch. Ja... Ich mag halt keins. Das ist ja jetzt auch zum Beispiel mit dem Gollum-Spiel, jetzt mal abseits von den Kritiken. Aber ich wollte das zum Beispiel auch holen und dann habe ich halt auch sehr viel gesehen, dass das Stealth ist. Und dann habe ich auch schon gesagt, so ja, meinem Angebot irgendwann. Aber ich mag halt Stealth gar nicht. Alles unter Stress. Spiele unter Zeit, Spiele mit Stealth, Spiele also so mit Druck und so, nein. Sagt er und spielt ein Online-Spiel. Ja, ich sag mal, da finde ich den Salmon One halt. Ist drin, super. Ja, ich weiß halt nicht, wie gesagt, wie lange noch. Wir gucken mal, wie lange noch Sanrio macht, aber so zwei, drei Runden machen wir auf jeden Fall noch. Also mache ich zumindest. Ich will auf jeden Fall so lange machen, bis der Essenskupon weg ist und danach kann man ja mal schauen. Ich weiß auch gar nicht, wie lange der noch hält. Ich glaube, noch zwei Dinger. Der war nicht gut positioniert. Ja, die haben vor Jahren den CEO gewechselt und jetzt wurden die wohl wieder in Richtung Gaming auf wegen Silent Hill. Ah. Ja, ich habe einen Silent Hill Teil auf der PS2. Das ist der mit dem Kind auf der Schaukel.
auf dem Cover, was irgendwie sehr prominent war. Hätte ich auch gern für die Wii, weil ich immer höre, wie geil das sein soll. Also ich höre bei vielen Leuten, das soll nicht so toll sein, aber bei Leuten, die es halt früher gespielt haben, die mögen es halt. Deswegen wollte ich mir da auch mal gern die Wii-Version holen. Ah, noch zwei Runden mache ich, auf jeden Fall. Ja, ich habe mit den ganzen Sachen halt echt wenig Ahnung. Wie auch Kojima, der wird auch nicht mehr wiederkommen. Der macht aktuell das werden in 2 Jahren unbekanntes Game von Microsoft. Ah! Halo Solid, Kojima Game. Sowas wäre ja auch cool. Das ist ja so ein bisschen wie bei Star Wars oder so, wenn dann irgendwie, ich sag mal jetzt zwar, wie Wayne Johnson macht, hat ja, oder der wie Taika Waititi der Film, so, ne? Oder halt auch sowas wie Rogue One oder so. Halt, du nimmst halt irgendein Franchise und machst dann aber jemanden drauf, der halt eigentlich, also künstlerische Sachen macht. Eine Runde mache ich noch. Jo, alles klar, Senrio. Also ich mache noch 2. Weil, wie gesagt, dann ist bei mir der Snack-Coupon auch weg. Und dann können wir ja gucken. Also mein Plan wäre halt, ob wir gleich irgendwie was random spielen. Können wir ja gleich absprechen. Wir können ja auch ein bisschen quatschen erstmal. Und dann vielleicht später noch mal in Splatoon reingucken. Oder halt, weiß ich nicht. Vielleicht auch nur Splatoon oder so. Wir gucken mal. Ne? Wir haben ja heute den ganzen Tag. Vielleicht sage ich auch irgendwann so, nee Leute, ich werde schlafen. Wenn nicht. Obwohl, also ich muss sagen, ich bin irgendwie, ja jetzt nicht angeschlagen, aber ich bin irgendwie so, ich bin platt. Ich bin auch gestern nach Hause gekommen. Dann habe ich von dem Ezio noch eine Sprachnachricht gehabt, die habe ich dann geantwortet und habe dann auch so gedacht, boah, eigentlich bist du gar nicht der Verfassung. Ich habe auch die ganze Zeit gesagt, Junge, ich bin so müde, es tut mir leid. Aber ich wollte die jetzt dann fertig haben, weil ich die halt schon gehört habe. Hat sich auch noch nicht gemeldet. Ich glaube, der hat. Na, Samstag, ne? Ich glaube, der heute war irgendwas. Ich weiß gar nicht, ich glaube, meine Probleme sind morgen weg. Genau, die sind morgen weg. Ja, da könnte man morgen eine Party machen. Also eher unwahrscheinlich, aber. Oh, ich guck mal. Und morgen wollt vielleicht der Taco-Mann vorbei. Der so, ja, der ist heute bei einem Kollegen und morgen, der wohnt hier halt um die Ecke und der könnte ja dann hier rumbekommen danach. Ich so, ja. Der so, ja, das ist aber morgens früh. Ich so, ja. Also, kein Problem. Der so, ja, so um 8. So, okay, um 8? Hm, ja, das ist in Ordnung. Der so, ja, kann auch sein, weil er ist ja selbstständig, dass der vielleicht mich vorher rausschmeißt, dann ist das um 6. Ich so, um 6? Ja, also. Ja, schau spontan. Also 6 Uhr morgens, nicht abends. Oh, wow. Ich werde die Metal Gear Solid Collection wahrscheinlich auch auf Switch zocken, überall Metal Gear Solid Switch, mit dem war. Ja, oder ein Steam Deck holen. Das wäre ja auch dann geil, halt mit dem Remake dann theoretisch. Ich finde das übrigens immer geil, wenn Leute sagen, ja, warum soll ich mir eine Switch kaufen, wenn ich mir noch ein Steam Deck hole? Ja, wie viele Leute von diesen Leuten holen sich ein Steam Deck, frage ich mich dann immer. Ich glaube, nicht viele, ne? Alleine dieses, ja, warum soll ich mir eine Switch holen, wenn es doch viel bessere, stärkere Sachen gibt? Ja, aber bezahl mal das Geld. Da war auch irgendwie ein Handheld, was wirklich gute Grafik hatte und so. Und eine super Leistung. Und da haben Leute gesagt, ja, jetzt braucht niemand mehr eine Switch kaufen, jetzt holt jeder das. Und ich guck und, ja, 1000 Euro kostet das Ding. Klar zahle ich lieber 1000 als 300 Euro. Das machen natürlich auch die meisten. Verstehen nicht Leute, die sich jedes Mal das neueste iPhone holen. Woher haben die das Geld? Ich glaube, die holen sich auch nichts anderes. Und schreien gerade die Nachbarn rum. Ich glaube, es steht schlecht für die Ordnung. Ich glaube, bei uns spielen die heute auch. Spielen die heute gegen da? Ich habe keine Ahnung, ich verfolge keinen Sport. Gar nicht. Ich habe nur gesehen, dass die heute hier, Dingskrip sind. So schlecht das Team einfach. Ja, ist ja immer so. Aber ja, bin raus. Ja, aber Senrio, danke, dass du heute mitgemacht hast. Hat mich sehr drüber gefreut. Dann schickt noch schöne Grüße. Ich wünsche euch dann einen wunderschönen Abend. Kannst ja melden, wenn noch irgendwas ist. Dann sage ich mal bis nächstes Mal, ne? Noch einen schönen Abend.
Ja. Also eine Runde mache ich noch, Princess, und dann würde ich sagen, dann war es das auch. Saß. Waren wir eigentlich? Ja. So, danke dir. Ja, ich danke. Ich danke. Vielen, vielen Dank. Auch, dass du so spontan gefragt hast. Immer gerne. Bist auch schön zurück. Ja. Was bei der PlayStation Showcase sehr lustig. Der Moderator sagte, Innovation ist unsere Passion. PlayStation während dieses Showcase zeigt uns eine PS, Wii U Gamepad und ein Splatoon-Klon. Ja! Das ist ja das Lustige. Also, der Splatoon-Klon sieht absolut grausam aus. Ich finde die Idee mit dem Schaum cool. Das wäre eine richtig geile Mechanik eigentlich in Splatoon. Alles gut, dann ist das so. Ja, aber vielleicht spielen wir später weiter. Wir können ja gleich noch quatschen und dann schauen wir mal, ne? Ich mache jetzt eh gleich ein paar, noch so zwei, drei Sachen hier im Spiel, organisatorisch. Und dann können wir ja schauen. Nee, also ich habe die Showcase ja nicht gesehen. Ich habe nur diese paar Sachen gesehen und das mit diesem Splatoon-Klon. Ja, jetzt natürlich die andere Map, ne? Mit dem Klon, das war, hat mein Bruder mir gezeigt. Und das sieht so lieblos aus. Ist auch noch von Square, Phoenix. Nur die Idee halt mit dem Schaum finde ich cool. Der Rest ist einfach nur Grütze. Aber ey, ich habe da drunter ganz oft gelesen, wie scheiße halt aber auch Splatoon ist. Wo ich mir so denke, oh. Also klar, online ja. Verständlich. Obwohl viele sagen, Nintendo kennt kein Online. Doch, können die. Also solche Features und sowas, die können halt, die Verbindung ist scheiße und das Matchmaking, aber der Rest ist doch eigentlich ganz okay. Ja, und das mit dem Gamepad, alle sagen, es ist ein Handheld. Jeder sagt das. Und das geht mir so auf den Sack. Niemand weiß, was das ist. Hey, ich hab den doch volle Kanne getroffen. Ich hab alle vier getroffen. Alle sagen, es ist ein Handheld. Wie oft habe ich die Diskussion? Ich hatte so eine Diskussion gehabt und da haben, oder also gelesen. Und da hat jemand so gesagt, so, da war das die ganze Zeit so, also viele haben geschrieben, es ist ein Flop. Und dann kamen ganz viele, also ein paar haben so gesagt, dass sie es cool finden. Finde ich ja auch toll. Natürlich gibt es immer ein paar Leute, die sowas toll finden. Also jetzt nicht negativ gemeint. Ich finde das gut. Also, weil das ist ja jetzt zwar nichts für mich und für andere halt auch nicht. Ich sag mal, vielleicht nutze ich das auch meinem Bruder, so für zwischendurch ist das ganz nett. Aber dann Leute so, cool, jetzt kann ich das auch im Zug spielen. Und dann so, nein, kannst du nicht. Das Ding ist nur, da musst du halt zu Hause spielen. Und dann so, jemand anderes so, wow, Wi-Fi. Das heißt, ich überall, wo ich Internet habe, kann ich das spielen. Und dann so, nein, Wi-Fi heißt bei dir zu Hause im eigenen Netzwerk. Und dann so, nein, bist du dumm, Wi-Fi heißt Internet. Und dann so, nein, Wi-Fi heißt nicht Internet. Wi-Fi ist, wenn du dein eigenes Netz zu Hause. Oh, diese Diskussion. Und keiner weiß, was es ist. Und ich sag dir, es werden zig Leute kaufen und zig Leute werden danach enttäuscht sein. Und dann auch diese Preisfrage. Oh, das wird bestimmt dann 600 Euro kosten. Warum? Ja, weil das ist doch eine PlayStation 5 als Handheld. Und also, nein, es ist keine PlayStation 5. Es ist nur ein Bildschirm. Nein, bist du dumm? Das ist eine PlayStation 5 als Handheld. Das ist ein neuer Handheld. Nein, es ist immer noch ein Bildschirm. Ist die ganze Zeit diese Diskussion. Und also ich muss mal sagen, die haben es wirklich sehr schwammig formuliert, aber sie haben es formuliert. Und nur wenn du dir das Ding anguckst, dann weißt du, es ist ein Bildschirm. Schaum ist cool, aber für ein eigenes Game, das stirbt doch nach 3 Monaten. Die hätten Sony wahrscheinlich einfach einen Nintendo verkauft. Ja, ist das PlayStation Exclusive? Das wird mit dem PS5 verbunden, also kein Handheld, weil die Heimkonsole aktiv sein muss. Ja! Genau so ist es. Aber erklär das mal den Leuten. Ich habe es so oft gelesen, dass die Leute glauben, es ist ein Handheld. Selbst bei Game 2 haben die gesagt, die bringen ein Handheld raus. Es ist kein Handheld. Es ist ein Bildschirm. So, ich bin jetzt raus. Aber schön, dass wir noch zum Schluss gewonnen haben. Wird sich eigentlich nur lohnen, noch eine Runde zu machen wegen der Kleidung, aber... Weil ich glaube nicht, dass sie jetzt auf volle Pulle geht. Nee, müssen wir nochmal gewinnen oder zweimal verlieren. Aber ja. So. Vielleicht ist ein Exclusive, aber mit Last Gen Support als auf PS4. Es sah auch nicht gut aus. Also der Anfang kam und das sah sehr generisch aus. Da dachte ich mir schon, hä? Weil das sah halt wirklich so Standard aus. Und danach kam ja die, wie heißt,
echt viel. Das muss auch auf 0, das auch auf 0. Ich weiß auch gar nicht. Ach, guck mal, dann hätten wir aber auch neue Perks. Nee, genau, und da kam dieser Trailer und ich dachte mir so, das sieht so generisch, das sieht aus wie irgendwie jeder Online-Shooter aus den letzten Jahren, so das Stil, vielleicht so ein bisschen poppiger, was wie, also ich mochte das Artstyle eigentlich der Figuren, das fand ich ganz nett, weil die waren so ein bisschen knuffiger gemacht, sag ich mal, aber halt, es sah aber trotzdem so drumherum viel zu gleich aus, einfach so normal. Und das war ja so eine Zeit auch nach diesem ganzen Fortnite-Zeug, hast du ja auch überall sowas gesehen und weiß ich nicht. Und dann hast du halt, und dann kam, habe ich so gesagt, boah, kommt überhaupt doch Gameplay? Weil ohne Gameplay, das nützt doch niemandem was. Ja, und dann haben die Gameplay gezeigt, dachte mir auch so. Hä? Warte mal. Ah, hab ich schon so, okay. Achso, das war ja auch zum Tauschen. Oh, schick. Und, was soll ich denn jetzt sagen? Weiß ich nicht, das sah dann so langweilig aus und alles. Nee. Das Game erinnert mich an die Zeit, wo Ninjala noch das Ding. Ich hab, ohne Scheiß, wenn du es jetzt gerade sagst, ich hab die ganze Zeit zu meinem Bruder gesagt, das sieht mir eher nach Ninjala als Splatoon aus. Und ich weiß so, als das erschien und da lief das überall, oh geil, mal eine Alternative, die gratis uns von Splatoon. Ich habe das, glaube ich, eine halbe Stunde gespielt und ich fand scheiße, bis zum geht nicht mehr. Ich fand es richtig, richtig schlecht. Ich verstehe auch gar nicht, warum die Leute das damals gespielt haben. Ich glaube einfach, weil es gratis war. Also ich fand es absolut grausam. Nee, hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Weiß gar nicht, ob sich das gerade hier bei vielen Sachen lohnen würde. Weil ich habe hier noch so viel Zeug. Da könnte ich auch erstmal die aufleveln. Bei denen habe ich 3. Hier habe ich 1, 2. Habe ich auch 3. Bei denen habe ich auch 3. Ja. Und ich habe ja letztens auch nicht viel umändern können. Ich wollte mal schauen wegen... Weil es gibt hier so ein paar Sachen wie die hier. Die kann ich alle nicht... Da gibt es keine, so viel ich weiß, keine Getränke-Coupons für. Und da wird sich das ja lohnen, wenn ich mal keine Getränke-Coupons habe und trotzdem spielen möchte und trotzdem leveln möchte, dann könnte ich ja theoretisch einfach sagen, oh ja, dann machen wir doch das. Weil mit irgendeinem Getränkeding ist das halt unnütz. So, wisst ihr, was ich meine? Deswegen, zum Beispiel hier Zähigkeit. Gibt es das? Das Getränkeding? Nein, gibt es gar nicht. Zum Beispiel so, wisst ihr? Muss aber mal schauen, weil eigentlich würde ich gerne noch ein paar Muscheln behalten. Zur Sicherheit. Aber eigentlich sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt, ne? Also wir sind da auf jeden Fall ganz gut. Habe ich ja auch noch einige Kleidung, die... Ja, guck mal, die... Und selbst wenn... Ich kann ja auch die normalen Felder einfach da hochleveln. Hier sind so viele Kleidungsstücke, die ich überhaupt nicht gelevelt habe. Hier auch, ne? Hier gibt es weniger tatsächlich. Bombenschutz gibt es ja, diesen Sprung gibt es. Aber zum Beispiel das gibt es nicht, diese Rückkehr. Aber die sind auch alle nicht gelevelt. Das gibt es nicht, diese Gegenstände zerstören. Oder das. Deswegen, das kann man hier alles total entspannt machen. Aber ich muss immer noch zum Beispiel hier... da, guck mal, die Schuhe. Ich kann mal gucken, ob ich neue Perks habe. Weil dann könnte ich zum Beispiel die... da brauche ich 30, ja gut. Deswegen haben wir ja jetzt, mache ich ja jetzt das nächste, und zwar das hier. Da können wir für einen weit, also einen schon mal hoch machen. Ich glaube aber nicht, dass ich ein Kleidungsstück schon irgendwo habe, wo 3 von den Dingern drin sind. Nein, hier nicht. Hier nicht. Und ja auch nicht, deswegen. Ja gut. Endet es eine Konsole in der Hand. Ja, theoretisch wäre es ja dann ein
Ist ja keine Konsole. Es ist ja immer. Ja. Ja, nee, es ist ja keine Konsole. Es ist halt ein Bildschirm. Naja, so, würde ich sagen, beenden wir Splatoon. Wie gesagt, vielleicht spielen wir später noch ein bisschen weiter, aber ich glaube, wir machen dann eher später ein bisschen noch irgendwas anderes. Und ja, war lustig. Level macht Spaß gerade. So ein bisschen schön hochleveln und gucken wir Kleidung, mehr Zeug, auch die Katalogsachen, da kriegen wir auch mehr. Ja, mal schauen. So. Genau, und quatschen wir noch ein bisschen und schauen mal, was wir alternativ machen. So. Schwebt die eine Person da unten rechts so ein bisschen in der Luft. Ach, ist auch egal. Wir machen erstmal das Spiel aus. So.